herzlich willkommen zu meinem Video Bilder im Geschichtsunterricht und heute geht es um Bildtypen und da im Speziellen um das Thema Personenbild. Wir haben hier jetzt ein Beispiel, ein Thema, sein Personenbild. Es handelt sich hier um eine Selbsterstellung von Albrecht Dürer und bemerkenswert, dass das Albrecht Dürer schon als 13-Jähriger anscheinend so gezeichnet hat. Silberstift auf weiß grundiertem Papier habe ich hier notiert im Jahre 1484. Heute befindet sich dieses Bild in Wien, in der Albertina, im Museum Albertina. Kommen wir jetzt hier zum historischen Zusammenhang. Es wird also Albrecht Dürer im 15. Jahrhundert dargestellt. Wir haben hier so das Zeitalter der Renaissance, Ende des Mittelalters, Renaissance, 16. Jahrhundert und das Thema ist praktisch Albrecht Dürer stellt sich selber dar und das hängt dann auch hiermit zusammen mit der erwünschten Wirkung. Dürer zeichnet das, welche Wirkung soll das haben? Er möchte vielleicht dann zeigen, wie gut er zeichnen kann. Wenn ich hier den Auftraggeber und den Künstler hereinnehme, Künstler haben wir schon den Albrecht Dürer, als Auftraggeber müsste man dann wissen, um diese Frage beantworten zu können, ob jetzt Albrecht Dürer das von sich aus gemalt hat oder über jemanden gehabt hat, der ihn dann angeleitet hat und gesagt hat, schau, mal jetzt dieses Bild aus der und der Perspektive zum Beispiel heraus. Und Albrecht Dürer das alles für sich selber gemalt hat, um vielleicht seine Zeichenkünste zu vervollständigen, dann können wir zum anderen Ergebnis kommen, dann können wir das anders bewerten, wie als wenn er einen Auftrag von jemand anderem gehabt hätte. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.